Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wussten Sie schon, der häufigste Grund, weshalb Menschen in Deutschland zum Arzt gehen, sind Rückenschmerzen. Und immer häufiger stellt sich heraus, dass eine Verengung des Wirbelkanals schuld ist. Und das kann sowohl ältere Menschen treffen als auch jüngere. Und wir sprechen heute darüber, wie man das beheben kann. Bei mir ist Professor Dr. Uwe Kehler. Er ist Chef der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Kehler. Sagen Sie uns, dieser Wirbelkanal, wo sitzt der eigentlich genau? Können Sie uns das zeigen? Der Wirbelkanal ist hinter dem eigentlichen Wirbelkörper und den Wirbelbögen. Hier hinten sind die Dornfortsätze in der Rückentaste. Und hier ist ganz geschützt der Wirbelkanal, in dem die Nerven und etwas höher auch das Rückenmark verläuft. Und wozu ist der Wirbelkanal gut? Was läuft da jetzt genau durch? Der Wirbelkanal beherbergt die Nerven und das Rückenmark und er schützt sie halt maximal. Mhm. Kommt es aber bei Verschleißerkrankungen, bei Bandscheibenvorfällen oder aber bei Knochenanbauten zu einer Verengung, können diese Nerven gedrückt werden, komprimiert werden. Was passiert denn da, wenn man älter wird? Es wird immer flacher, die Bandscheiben werden immer flacher. Die Bandscheiben werden etwas flacher, sie wölben sich etwas vor und es kommt zu einer Mikroinstabilität, zu Mikrobewegungen. Dadurch werden auch die Knochen drumherum und dieser kleinen Gelenke dicker und engen den Wirbelkanal ein. Werden da nur die Knochen dicker? Es werden hauptsächlich Knochen dicker, aber es gibt auch kleine Knochenspannen, die über die Wirbelkörper hinaus über die Bandscheiben hinaus verdickt sind und den Wirbelkanal auch dadurch einengen können. Ja, das heißt also, man kann sagen, wenn man älter wird, dann wird die Masse dicker, aber der Halteapparat schwächer. Kann man das vielleicht so ausdrücken? Nein, also der Halteapparat wird eigentlich nicht dünner, sondern eher dicker. Die Knochen werden dicker, aber der Kanal innen drin wird schmaler und dünner. Bei einigen ist das gar nicht so schlimm, weil sie anlagemäßig einen sehr weiten Wirbelkanal haben. Andere haben aber von vornherein schon einen relativ engen Kanal. Und bei denen wird es dann häufiger zu Symptomen und schneller zu Symptomen kommen, wenn es eng wird für die Nerven. Und was merkt man daran, dass sich der Wirbelkanal verengt? Typischerweise haben die Patienten beim Sitzen gar keine Beschwerden. Wenn sie aber gehen, dann bekommen sie Rücken- und Beinschmerzen. Wenn sie länger gehen, können sie auch sogar Lähmungserscheinungen in den Beinen kriegen. Dann halten sie sich an, müssen sich nach vorne beugen oder wieder hinsetzen und dann kommt es zu einer Besserung. Wodurch kommt es dazu? Bei der Bewegung, beim Gehen, kommt es zu einer leichten Bewegung der Nerven in dem Kanal und wenn er zu eng ist, dann schrappen die Nerven sozusagen an den Knochenkanten. Sie schwellen an, fangen an weh zu tun und funktionieren nicht richtig. Wenn wir uns hinsetzen oder nach vorne beugen, dann wird der Wirbelkanal ein ganz bisschen weiter und dadurch können sich die Nerven wieder erholen. Jetzt denken ja viele Menschen, wenn sie beim Gehen Rückenschmerzen bekommen, dass es womöglich an was ganz anderem liegt, zum Beispiel an Durchblutungsstörung. Kann ich da so sicher sein, dass mein Arzt dann die richtige Diagnose trifft? Ja, der Arzt und die Spezialisten können dieses sehr gut unterscheiden. Bei Durchblutungsstörungen zum Beispiel bekommt man auch Schmerzen in den Beinen, nicht Rückenschmerzen so sehr, aber die werden besser, wenn man einfach stehen bleibt. Bei dem engen Wirbelkanal muss man sich nach vorne beugen oder hinsetzen. Auch können die Leute mit einem engen Wirbelkanal sehr gut Fahrrad fahren, aber sie können relativ schlecht gehen oder längere Strecken schlecht gehen. Bezieht sich das nur auf die Beine, diese Probleme, oder kann man das auch? Ja, wenn es an der Lendenwirbelsäule ist, bezieht sich das nur auf den Rücken und auf die Beine. Wenn man aber in der Halswirbelsäule diese Probleme hat, dann kann das Rückenmark zusammengedrückt werden. Dann können auch die Nerven, die zu den Armen gehen, betroffen sein und man kann entsprechende Ausfälle oder Beschwerden haben. Und könnten Sie uns die Beschwerden näher beschreiben? Die Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule, wenn das auftreten sollte, sind vor allen Dingen Gleichgewichtsstörungen, sind aber auch Nackenschmerzen und Ausstrahlung in die Schulter und in die Arme, manchmal bis in die Finger, die auch einschlafen können und es kann auch zu einer Kraftlosigkeit kommen. Also wenn mir häufiger etwas runterfällt, was früher nicht passiert ist, könnte ich auch daran denken, dass ich eventuell mal... Ja, man soll das auf jeden Fall untersuchen. Man findet das mit einer sehr genauen neurologischen Untersuchung und dann auch mit einer Bildgebung, in der Regel mit einer Kernspintomographie, sehr sicher raus. Ja, jetzt haben Sie uns eben ja schon so plastisch beschrieben, dass das eine Alterserscheinung ist durch die Veränderung des Körpers. Aber es kann ja auch jungen Menschen passieren. Warum?
Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt Leute, die auch einen anlagemäßig engen Spinalkanal haben, die von Geburt aus einen relativ engen Spinalkanal haben. Und die merken natürlich schon bei geringen Anbauten und geringen Verengungen des Kanals, dass es da zu Problemen kommt. Aber typischerweise ist das eine Erkrankung ab 50, 60 aufwärts. Ja, und was können Sie da tun? Wenn das in dem Bereich der Lendenwirbelsäule ist, dann können wir über einen kleinen 2 cm langen Schnitt mikrochirurgisch den Knochen abfräsen, wegfräsen und wieder Platz gewinnen für die Nerven, die im Wirbelkanal sind. Das ist eine kleine Operation, die etwa eine Stunde dauert, vielleicht mal anderthalb Stunden, und einen sehr guten Effekt hat, viel besser eigentlich noch als ein normaler Bandscheibenvorfall. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also Sie schneiden und dann... Ja, die Patienten kommen zur Operation. Sie bekommen diese Operation, die etwa eine Stunde, anderthalb Stunden dauert und bleiben in der Regel etwa 4-5 Tage im Krankenhaus. Sie können am Tag der Operation bereits wieder aufstehen und sind dann nach wenigen Wochen wieder so hergestellt, dass es in der Regel viel besser ist als vor der Operation. Und was machen Sie da genau? Können Sie uns das zeigen, was Sie dann da vielleicht abschneiden? Wir gehen hier in die Tiefe herein. Hier gibt es ein kleines gelbes Band, was wir entfernen. Und dann wird von diesem Hypertrophen, also wir gehen hier an die Wirbelsäule herein, nehmen das gelbe Band weg und die Wucherung von dem Knochen, die auf die Nerven drücken, weg. Das fräsen wir unter dem Mikroskop weg. Und wir können dann den Knochen hier unterminieren mit Spezialinstrumenten, dass dann wieder ein bisschen mehr Platz da ist. Was wir in aller Regel nicht machen, dass wir das versteifen. Dieses wurde lange Zeit immer wieder propagiert, dass man es versteifen soll. Aber wir haben gesehen und die neuesten Studien haben gezeigt, dass eine Versteifung in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, überflüssig ist. Und deshalb kann man das bei einer relativ kleinen Operation belassen. Und die Bänder, die eventuell auch dicker geworden sind, machen Sie auch an denen was oder geht es wirklich nur an die Wirbel? Ja, von hinten kommt das sogenannte gelbe Band, das wird auch dicker. Dieses wird mit resiziert, damit gewinnt man schon von hinten etwas Platz. Resizieren heißt dann? Resiziert entfernt. Entfernt, ja. Und dann geht man einfach nur noch an die Gelenke, nimmt aber so wenig weg von den Gelenken, wie es irgendwie geht, damit man auch nicht eine Instabilität provoziert durch die Operation. Deshalb ist es so wichtig, dass man minimal invasiv mikrochirurgisch an die Wirbelsäule geht und nicht großzügig die ganzen Wirbelbögen wegnimmt, wie man das früher häufig gemacht hat. Ja, ja, die Frage ist ja auch, wie bekommen Sie das hin, dass Sie nicht zu viel wegschneiden? Das sehen wir halt unter dem Mikroskop sehr gut und auch intraoperativ haben wir eine Röntgenkontrolle, dass wir dann auch nochmal genau sehen, wie weit wir nach oben oder unten gegangen sind, wenn irgendetwas unklar ist. Ja. Kommt es auch dazu, dass Sie doch Wirbel ersetzen, zum Beispiel durch Implantate, oder spielt das für Sie keine Rolle? Bei der Spinalkanalstenose oder bei der lumbaren Spinalkanalstenose im unteren Rückenbereich ist das selten notwendig, aber es gibt durchaus mal ein sehr lockeres Wirbelgleiten, wo das notwendig ist, dass man das auch versteifen muss. Ein Wirbelkörperersatz kommt nicht in Frage. Ein Wirbelkörperersatz kommt eigentlich nur bei Tumoren in Frage. Ach so, wenn der Wirbel zusammenbricht. Wenn der Wirbelkörper zusammengebrochen ist oder mit einem Tumor durchsetzt ist. Ja, naja, darüber sprechen wir jetzt hier in diesem Fall nicht. Dennoch machen sich ja Patienten Sorgen, dass was schiefgehen könnte bei dieser OP. Ja. Was kann denn schiefgehen? Also erstmal ist das eine sehr sichere Operation. Unter dem Mikroskop sieht man alles sehr gut. Aber man kann natürlich, es gibt keine Operation ohne ein Risiko. Auch eine Blinddarmoperation hat ein Restrisiko. Man kann theoretisch die Nervenhaut der Nerven verletzen. Dann könnte es zu einem Hirnwasserverlust oder Nervenwasserverlust kommen. Dann bekommt man Kopfschmerzen im Stehen. Das wird alles wieder gut im Liegen. Meistens heilt das von alleine. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. In seltenen Fällen muss man auch dieses Leck dann noch einmal verkleben oder noch mal nachoperieren. Dass man eine Nervenwurzel verletzt, dass es Lähmung gibt, das ist extrem selten. Man kann in seltenen Fällen aber eine Instabilität bekommen, dass man später vielleicht doch versteifen muss. Das ist in wenigen Prozentsatz, vielleicht 2-3% der Fälle notwendig. Mhm. Ansonsten ist eine sehr sichere Operation, aber weil viele alte Patienten auch mit Herzerkrankungen und so weiter kommen, häufig Blutgerinnungs
oder Blutverdünner nehmen müssen, kann es mal ein Problem mit einer Nachblutung geben. Das wird vorher immer abgecheckt und bei jedem individuell das Risiko eingeschätzt, ob man es mit einem Blutverdünner oder nicht mit einem Blutverdünner operiert. Und wenn die Operation vorbei ist und ich liege wieder in meinem Krankenbett, wann stehe ich auf? Sie dürfen in der Regel bereits am Tag der Operation aufstehen, allerdings wegen Narkoseüberhang möglicherweise gleich oder Blutdruckproblem nur in Begleitung am ersten Tag, aber am zweiten Tag können Sie ganz normal aufstehen und dürfen das langsam steigern, dass Sie so am vierten, fünften Tag nach der Operation so gut sind, dass Sie zu Hause auch die alltäglichen Dinge verrichten können ohne Probleme. Wie schnell merke ich, dass mein Wirbelkanal wieder frei ist? Das merken Sie häufig schon in den ersten ein, zwei Tagen. Es kann mal sein, wenn es sehr eng ist, dass man ein bisschen an den Nerven ziehen musste, dass es noch Schmerz in den ersten Tagen. Aber in der Regel merken Sie, dass wenn Sie nach Hause gehen, bereits, dass es deutlich besser ist. Man hört von Menschen, die fühlen sich wie neugeboren. Ja, das kann man auch so sagen. Es gibt ja Leute, die mit dieser Erkrankung kaum noch einen Meter gehen können, die aufstehen und sofort Schmerzen haben und die wieder eine ganz neue Lebensqualität bekommen. Muss ich denn nach dieser Operation noch eine Reha-Maßnahme in Anspruch nehmen, Muskulatur aufbauen? Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie lange man diese Erkrankung gehabt hat, wie krank man insgesamt ist. In aller Regel ist das gar nicht notwendig, aber wenn sich jemand mal schwer tun sollte nach der Operation, dann empfehlen wir das schon. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man eine Anlage hat zu einem engen Wirbelkanal, dann könnte es nicht die letzte Operation gewesen sein, die ich dann bei Ihnen hatte. Ja. Kann das sein, dass wir uns dann wiedersehen? Ja, was wir halt nicht können durch die Operation, wir können das Altern und den weiteren Verschleiß nicht aufhalten. Schade eigentlich. Wir können das, was das Alter gemacht hat, nämlich irgendwas eng gemacht hat, das können wir beheben, aber das Altern können wir leider nicht stoppen. Das heißt also, es kann durchaus sein, wenn es anlagebedingt ist, kann es auch sein, dass andere Teile der Wirbelsäule sich jetzt schlechter benehmen als vorher, weil dieser Teil geheilt ist? Das Problem ist, wenn nicht versteift wird, eigentlich nicht da. Wenn aber versteift wird oder längerstreckig versteift wird, dann sind die angrenzenden Höhen immer überlastet oder überbelastet. Und dann kann es da schneller zu Problemen kommen. Deshalb freut man sich auch immer besonders, wenn man auf eine Versteifung verzichten kann. Ja, wir haben ja jetzt die gesamte Zeit geredet über die Operation, weil Sie auch sagen, in den meisten Fällen ist das notwendig, denn es geht um den Knochen. Dennoch versuchen ja viele, das zu umgehen und sagen, ach, ich gehe zum Arzt, lass mir eine Spritze geben. Cortisonspritzen, helfen die? Ja, wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, hilft es häufig ganz gut, aber es hilft selten oder nur sehr vorübergehend, wenn es eine knöcherne Enge ist. Durch Spritzen können Sie halt diesen Knochen nicht irgendwie erweiten. Mhm. Es kommt zu einer gewissen Abschwellung, deshalb kommt es zu einer vorübergehenden Besserung, aber praktisch nie zu einer langfristigen Besserung. Diese Erkrankung ist in der Regel immer fortschreiten. Sie wird immer schlimmer. Und deshalb muss man diese Erkrankung in der Regel, ganz im Gegensatz zu einem Bandscheibenvorfall, in der Regel operieren. Manuelle Therapie hilft auch nicht. Auch wo die man ja immerhin schiebt. Oder ja, auch die manuelle Therapie kann nicht diese Enge wieder weitermachen. Deshalb ist sie auch hier langfristig nicht erfolgversprechend. Und nach der Operation, ich fühle mich so jung wie seit Jahren nicht mehr und mache dann einfach weiter wie vorher oder muss ich in Zukunft auf etwas achten? Ja, Sie können in aller Regel ganz genauso weiterleben wie vorher. Sie haben keine eigentlichen Einschränkungen. Am Anfang sollen Sie halt ein bisschen schonend mit den Belastungen sein, aber nach ein paar Wochen können Sie alles wieder so wie vorher machen und es sollte Ihnen eigentlich viel besser gehen und Sie sollten auch wieder mehr machen können als vorher. Vielen Dank für dieses Interview. Ja. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und auf YouTube. Macht's gut.